Hallo und herzlich willkommen, ja mal wieder zurück auf Hof Hirschfeld, ne, liebe Leute, das ist ja lang genug her. Und in der letzten Folge, wer es von euch gesehen hat, der Verkauf der Beinträge, ich glaube, ich weiß, woran das lag. Ihr habt es mir auch in die Kommentare geschrieben, vielen Dank dafür. Werden wir uns aber gleich noch ein bisschen genauer angucken. Jetzt bin ich erstmal dabei, hier die Beine zu verladen. Ich habe mir gedacht, das kann man, warum denn nicht auch mit diesem Kögel hier das verladen. Gucken wir uns mal an und das hat eigentlich ganz gut funktioniert bisher, ne? Ihr seht das, ich habe hier aufgeladen und dann gucken wir mal, dass wir da mal ein bisschen weiter aufladen. Mal gucken. Ich habe so ein bisschen Gefallen an dieser Nummer mit dem mit der Innenansicht gefunden, aber keine Sorge, Hof Hirschfeld ist das nicht. Wir wollen hier realistisch spielen, also mit realistischen Geräten, ne? So ein Zwischending. Ellerbach ist unser Realismusprojekt. Hof Hirschfeld bleibt das, was es ist. Das ist mein erstes Projekt überhaupt hier für YouTube. Und genau, da passieren solche Sachen. Aber wir werden auch wieder in die Außenansicht natürlich zurückkommen nachher. Ich sehe das schon kommen. Der Ball ist auch relativ schwer, den sollten wir mal hier ein bisschen senken. Mal gucken, jetzt habe ich den vorne so ein bisschen schief drauf, ne? Mal gucken, dass wir den da einigermaßen ordentlich raufkriegen. So, machen wir so. Das ist natürlich einfacher. Ja, so Respekt vor manchen LKW-Fahrern, ne? Und hier so Gabelstaplerfahrern, was die so leisten, das ist schon enorm. Ja, das ist das Problem. Da hat der Willi Kollision mal rausgenommen. Also ein Problem ist es nicht. Es ist schon absolut sauber, ist schon okay. Aber es wäre natürlich jetzt cool, wenn die Kollision noch da drin wäre. An der Stelle viele Grüße an Willi. Kollisionen sind manchmal cool. So. Ja, das Problem ist, man kann die tatsächlich auch nicht hier irgendwie hin und her schieben, sondern man muss die aufnehmen. Aber den müssen wir uns auf jeden Fall hier gleich nochmal eben richtig hinlegen, ne? So. Und ich habe heute, das machen wir auch später in der Folge noch, ich habe noch einen weiteren LKW dazu bekommen von einem Modder, von dem Remraf. Einige von euch haben vielleicht die Mod-Vorstellung gesehen. Den gibt es jetzt in der Hirschfeld Edition. Richtig cool, mit Neuerungen auch. Werden wir uns auf jeden Fall gleich mal angucken. Ich hoffe, da passt jetzt alles. Musste noch eine aktuelle Version von Simple IC haben, aber das müsste eigentlich passen. Aber da sind, wie gesagt, auch sehr, sehr coole Sachen dabei. Das ist genau das richtige Ding für Hof Hirschfeld hier. So, mal gucken, dass wir den da auch drauf kriegen. Okay. Da ich hoffe, dass die so ein bisschen da reinrutschen. Mal gucken, ob wir das mit dem LKW hinkriegen. Ja, nicht schlecht, wenn der ein bisschen wegrutschen würde, ne? Rückwärts, vorwärts. Was passiert denn, wenn wir da jetzt die... Ne, das machen wir nicht. Ich habe so ein bisschen an die Nummer mit dem... die Plane drauf gedacht, dass wir die jetzt draufpacken, aber das machen wir lieber nicht. Das kann eigentlich nur schief gehen. Na komm schon. So, das ist doch okay, oder? Dann werden wir mal versuchen, den jetzt zur Weberei zu fahren. Das funktioniert schon mal. Plane noch drauf. Ja, das ist das Coole an dem neuen Mod. Das werdet ihr aber noch sehen. Übrigens, es wird hier gerade morgen, also keine Sorge. Ich weiß, viele von euch sagen immer so, oh, die Nachtfolgen ist immer so ein Ding. Kriegen wir hin, das wird aber gleich morgen. Ich habe die Nacht ein wenig überspult. Hier fahren, rechts von mir fahren die Baumwollernter. Ich sehe schon, was wir brauchen.
Ja. Wer es von euch gesehen hat, in meinem Wild West Projekt habe ich diesen Peterbilt und der passt eigentlich auf die Ravenport auch, ne? Ich denke, den werden wir uns hier nochmal dazu holen. Sag ich euch ganz ehrlich, das ist eigentlich, würde der hier auch sich hervorragend tun. Der LKW hat jetzt hier durchaus seine liebe Not. Das kann ich euch sagen. Ja, aber wir haben auch ein bisschen Zeit, ne? Aber wisst ihr, was ich vergessen habe? Ich habe schon wieder vergessen, die Musik anzumachen. Es ist einfach eine Last mit mir, ne? Du. Oh, Entschuldigung. Ich weiß, das zerstört immer so ein bisschen die Illusion, ne? Wenn hier in der Welt ist. Aber am Ende des Tages wissen wir alle, dass wir ein Spiel spielen. Und ich höre einfach immer gerne ein bisschen Musik, gerade wenn ich auf so einer Karte unterwegs bin. Damit das nicht so blöd aussieht, wenn ich immer so mit dem Kopf hin und her wippe, finde ich auch ganz gut, wenn ihr auch was davon hört. Hört ihr überhaupt was davon? Moment. Ja, so, vielleicht sollte es jetzt da sein, ne? Ich denke, wir nehmen mal nicht diese Brücke. Dieser Trailer ist schon cool. In dieser Länge, das ist schon enorm. Und jetzt kommen wir hier richtig auf Speed. Aber das ist so, diese Baumwollrollen, die sind halt echt schwer, ne? Haben wir denn hier dabei? 2, 4, 6, 7. Das sind auch mehr, als man sonst transportieren kann, ne? Ich weiß nicht, wie viel Gewicht drin ist. Ich habe hier keinen speziellen Gewichtsmod drin. Also wenn der sich so hier damit schwer tut, dann wissen wir, glaube ich, auch, was da an Gewicht durch die Gegend gefahren wird gerade. Das ist schon nicht schlecht. Ja, ich gebe zu, ich habe hier auf der Hof Hirschfeld noch keine Autodrive-Kurse. Werdet jetzt wahrscheinlich alle sagen, was? Aber ich denke, so früher oder später werde ich die mal anfangen. Achso, Moment, da. Ich habe noch ein paar Cosplay-Kurse hier, auch für die Wege. Ja, doch, ich hatte auch ein paar Autodrive-Kurse, aber noch nicht so arg viel, ne? Das wisst ihr schon. Aber wir könnten ja mal gucken, was wir denn haben. Wir haben. Dü-dü-dü-dü-dü-dü. Jetzt bin ich tatsächlich ein bisschen baff. Das ist die Ravenport, ne? Wahrscheinlich deswegen. Dass hier einfach schon ein paar drin sind. Ja, wir gucken mal, wo der jetzt hinfährt. Der sucht sich jetzt einen Weg. Und der sucht sich tatsächlich einen Weg. Auch durch die. Moment, wir gucken mal, wo die Linien sind. Aber hier dürften eigentlich keine sein. An den Kollisionen vorbei, ne? Das ist schon enorm. Ihr seht auch hier, ich habe die noch auf dem Boden eingestellt, die Linien. Ja, hier diese Kurve, das ist urclever von dem Modder. Dass er hier so eine Kurve ansetzt. Was ist damit die. Ich wollte gerade sagen, ist urclever. Ja, wie gesagt, Gewicht. Gucken wir mal, ob er jetzt noch im Kreis fährt, aber ich denke, er wird jetzt wahrscheinlich dahin fahren. Das ist der Hammer. Also da hat tatsächlich der Modder selber, der Stefan, Kurse eingefahren für den Standard auf der Ravenport. Oder hat jemand anders, aber der hat die einfach mitgegeben.
guck dich das mal hier an. Ein paar Chor sind einfach mit dabei. Gebe ich zu, war mir nicht bewusst. Wir sollten vielleicht die HUD-Skalierung noch mal ein bisschen anpassen, aber ein bisschen arg klein, ne? Oh, vielleicht auch ein bisschen arg groß. Aber da werden wir auf jeden Fall irgendwann noch mal ein paar Kurse aktualisieren. Oh, lass mal den mal hier ein bisschen fahren. Das hat Vorteile, also ich sag's immer wieder, liebe Leute, wenn ihr die Standard-Maps anpasst, das hat definitiv Vorteile. Da könnt ihr auch viel machen. Aber klar, es gibt keinen Logistikhof, ne? Ich glaube tatsächlich, 100 ist eine relativ gute Nummer, weil mein HUD an sich kleiner ist und das nimmt ihr im Standard. Ja, ihr habt mir immer noch nicht geschrieben, was hier mit der Schafnummer ist. Und ich hatte euch ja gebeten, vielleicht mal so ein paar Schafställe, die ihr cool findet. Ich finde das eigentlich immer noch eine gute Idee, mal so ein riesen Schafding hier zu machen und aufzuziehen. Da müsst ihr aber echt wissen, also Schafe brauchen, soweit ich weiß, nur Gras. Klar, und Wasser. Ja, bin ich für Vorschläge auf jeden Fall dankbar. Große amerikanische Schafweiden oder australische oder neuseeländische. Neuseeland ist für Schafe, glaube ich, sehr relativ bekannt, ne? Sowas in die Richtung. Wenn man da irgendwas findet. Ich glaube, so XXL an XXL Schafe hat, glaube ich, auch noch keiner gedacht, oder? Kühe ist ganz viel, Pferde natürlich, weil das so ein, obwohl da geht einfach nicht mehr als 16, die müssen ja gestriegelt werden können. Aber ist da was? Ich fahre denn jetzt hier alleine weiter. Da wir auch woanders hin müssen. Aber wir dürfen sowieso nicht schneller als 25 Meilen fahren. Obwohl 25 Meilen ist schon eine Ecke. Ich glaube, das brauchen wir hier den Berg runter gar nicht versuchen. Und dann gucken wir mal, wie weit unsere Magazindruckerei ist. Ich würde auch gerne mal Richtung Forst mich noch mal bewegen. Aber ich glaube, das ist nicht so simpel. Also das dauert einfach, bis da was kommt. Ich war bin immer noch baff, ne, dass die Ravenport so wenig für Forst zu bieten hat. Nicht eine Ecke. Ach, da haben Sägewerk, das ist echt eher... eher mickrig. Ja, und ich werde mir hier natürlich in der Industrie irgendeinen kleinen Radlader mit Palettengabel und so einer Schaufel für die Baumwolle hinstellen, ne? So, und zwar könnte es sein, wie gesagt, das habt ihr mir ja auch geschrieben, dass dieser Trigger hier eben von da oben von dem Verkauf hier runterkommt, dass der bis hier geht. Das hätte ich schon enorm gefunden, aber das kann durchaus sein. So, das hier ist das da vorne. Hier ist auf jeden Fall der Trigger von oben. Das, dieses Quadrat da vorne, das könnte tatsächlich von oben noch ein Verkaufsträger sein. Was jetzt? Also, neues Lied. Aber bin ich da irgendwie drauf gekommen? Ja, kann sein. Dann sollten wir nicht allzu weit da vorne abladen. Fahren wir mal von hier aus ran. Aber er nimmt nicht mehr auf. Ich denke, das ist hier wahrscheinlich voll, ne? So, da bin ich wieder. Nase geputzt, es kann weitergehen. Aber wir müssen natürlich hier trotzdem die Baumwollrollen hier runterkriegen. Die müssen hier hin. Und wir haben auch noch viel, viel mehr, die hier produziert werden können. Aber... das hilft nichts, ne? Das heißt, ich werde jetzt wohl erst einen Radlader kaufen mit einer Pike und einer Palettengabel eben. Auf der anderen Seite gibt's die Magazindruckerei und die möchte natürlich auch entsprechend versorgt werden.
Dann müssen wir mal gucken, was uns das Baumwollpack denn zu bieten hat. Baumwolltechnik, ne? Da gibt's die Nummer. Das ist diese Rolle, aber ich glaube, ich finde diese Pike irgendwie dann doch sinnvoller. Weil... ja, die können wir zur Not auch mal durch die Plane stechen. Bei der Rolle müssen wir immer von einer Seite daran. Ja. Und dann brauchen wir natürlich noch für den Radlader. Ich überlege gerade, ob man mit der Poltergabel auch diese großen Baumwollwale nehmen kann. Schon auch mal interessant zu wissen, ne? Eine Palettengabel. Und den passenden Radlader dazu natürlich. Da ist er. Den Sinus nehmen wir, ne? Ich mag den. Ich finde, das ist ein guter Radlader. Preis-Leistung passt da auch. So. Einige von euch haben ja geschrieben, dass sie das ganz cool fänden, wenn ich mehr Richtung realistisches, beziehungsweise hier immer auch mit dem Radlader beziehungsweise mit dem Gabelstapler auf- und ablade. Machen wir. Also geht es nicht. Mal gucken, ob ich den... ich versuche den mal hier dazwischen zu packen, dass wir den mitnehmen können. Okay. Haha. Seht ihr das? Das sieht aus wie Löcher, sind es aber nicht. Oh, wie frech. Das ist ja richtig gemein. Und das ist übrigens nicht unrealistisch, dass man mit einem Radlader versucht, die anderen Geräte auch noch mitzunehmen. Ja, das Problem ist einfach nur, dass es nicht klappt mit dem Ding hier, weil der hinten so schwer ist. Jetzt rutscht das Ding auch noch runter. Also das ist natürlich ein bisschen schade, ne? Ja, jetzt weiß man, versuchen wir das anders. Da bin ich ja penetrant, ne? Versuchen wir halt das Ding mitzunehmen. Also der Landwirt an sich. Ich will ihn nicht faul nennen, ich will ihn praktisch orientiert nennen. Und praktisch orientiert ist definitiv. Ja, hier ist das auch so, ne? Es ist auch kein Loch da drin. Sondern eigentlich ein bisschen schade. Aber wisst ihr was? Dann nehmen wir jetzt einfach mal den starken Bau und legen das da drauf. Mal gucken, ob wir das mitkriegen. Das ist sowieso schon schwer genug. Das müsste doch eigentlich passen, oder? Boah, da durchfallen geht doch. Drauf hier drauf zufallen, dass der da so ein bisschen ruckelt. Ne? Ah, der Radlader ist hier genau richtig. Zur Not können wir den auch mal nach vorne zu den Paletten fahren. Eigentlich müssten wir schon die nächste Zuckerrübenaktion machen, weil die Zuckerfabrik können wir jetzt halt rückwärts anfahren mit Autodrive, ne? Aber nein, wir machen jetzt keine Rückwärtsfahraktion. So. Ich befürchte, ich werde tatsächlich irgendwann dieses Safe Game von Hof Hirschfeld mal erneuern müssen.
Das ist, also, es ist halt so, ne? Ich spiele jetzt, ja, ihr habt das nicht alles mitgekriegt. Also, ich spiele seit fast 2 Jahren, also seit dem LS19, seit Start, hier diese Hof-Hirschfeld-Karte. Also, es ist natürlich noch nicht 2 Jahre, es ist gute anderthalb Jahre. Etwas länger. Aber, es ist halt so, dass ich in der Zeit viele Mods raufgenommen habe und auch wieder runtergenommen habe. Und ich möchte auch Hof-Hirschfeld nicht ganz aufgeben, aber ich könnte mir vorstellen, dass ich Hof-Hirschfeld einfach so wie es ist als Vorlage nehme und dann nochmal neu baue. Dann könnten wir mal vielleicht in der Timelapse, falls ihr da Interesse dran habt, dann machen wir das mal in der Timelapse zusammen. Aber wie gesagt, müsstet ihr natürlich auch Spaß dran haben, ne? Also die Timelapse an sich, sonst muss ich das so halt mal machen. Na komm schon. Richte ich mal erstmal hier vorne hin, ne? So, die anderen, die legen wir vielleicht einfach hier an die Seite. Die haben ja eigentlich eine Folie, ne? Dann können wir die eigentlich auch hier hinlegen. Müssen wir mal gucken, wie wir am besten den LKW jetzt da hinstellen zum Abladen. Wir sollten auf jeden Fall nicht weiter geradeaus fahren. Also da, das wird mir irgendwann noch passieren, das kann ich euch schon sagen. Dass ich da aus Versehen in den Ballen reinfahre. Die sowieso keine Kollision haben, können wir so auch aufklappen. Ja, die dieser Roller, der wäre natürlich ballenschonender, ne? Aber gut. Ja, also wenn ich Hof-Hirschfeld wirklich so nochmal nachbaue, wie es das hier ist, mit Landscaping und platzierbaren Objekten und so, dann müsstet ihr mir natürlich, also dann muss ich mir natürlich vorher genau irgendwie ein paar Screenshots machen oder so, dass ich das so mache und vielleicht mit ein paar Veränderungen sogar. Also das ist eine relativ große Nummer, wenn wir das wirklich so vorhaben und machen wollen, dann, also die Produktion hier nehme ich auf jeden Fall mit. Die werden mitkommen. Aber wir müssen natürlich so ein paar Sachen vorbereiten, ne? Klar, ich kann mir die Produktion auch das Zeug, was da jetzt drin ist, da wieder rein reinpacken im Safe Game. Oder gucken, wie viel wir wirklich machen wollen. Also aber was die Stelle angeht zum Beispiel, wollen wir wirklich noch so viele Pferdeställe haben oder wollen wir da ein bisschen was dran verändern? Boah, auf der Schwelt lebt von Pferden, ne? Schon auch ein bisschen so, obwohl nötig ist es natürlich nicht. So. Aber ich habe euch natürlich versprochen, dass ich in dieser Folge noch einen neuen LKW kaufe, dass wir den auch zum Einsatz bringen. Das mache ich auch noch. Ich möchte nämlich gerne erstmal das erste Tuch und die ersten Magazine verkaufen. Frage ist, schicken wir den noch mal wieder zu der Baumwollplantage? Das können wir eigentlich machen, ne? Aber da haben wir natürlich auch noch keinen Weg dazu. Die Frage ist, ob das da in der Nähe... So, das können wir uns eigentlich mal eben angucken, mein Gott. Schon wieder Speicherung. So. Ob es hier in der Nähe einen Autodrive-Kurs gibt, damit wir den auf die Hoferweiterung kriegen, ne? Gucken wir doch mal. Wofür haben wir denn Autodrive hier? So, gucken wir uns mal die Kurse eben an. Ja, ich weiß, oh ja, hier gibt es auf jeden Fall Kurse. Und sehr sauber am Rand eingefahren. Guckt euch das mal an.
werden wir den hier nochmal mitnehmen. Ja, aber ich merke, das kriegt gerade überhaupt nicht, dass die auf dem Boden angezeigt werden. Muss ja immer angucken, Hilfslinie, Bodenhöhe über dem Traktor. So. Hier würde ich sagen, machen wir den Punkt, ne? Das ist die Hoferweiterung. Oh! Ja, das seht ihr, dass hier einfach noch nichts eingestellt ist, ne? Mal gucken gerade, wo es drin steht. Ja. Da, Freunde. So muss das aussehen. Das ist echt. Genau, hier gibt es tatsächlich einige eingefahrene Kurse. So, stoppen wir den mal eben. Den verbinden wir direkt mit dem, dann kann der nämlich da vorne durch und auch da hinten wieder abbiegen. Aber hier muss man natürlich noch einmal die andere Richtung her haben, ne? Obwohl, den können wir auch wahrscheinlich so setzen, den brauchen wir gar nicht einfahren. Das machen wir so. Den schieben wir einfach hier so rüber. Und dann kann der auch in die Richtung fahren. Na, tipptopp. Und dann lassen wir den Hoferweiterung fahren und wir verziehen uns mal eben ratzfatz zum Shop. Und dann gehen wir mal schön einen neuen LKW eintauschen. Aber wie wir den zum Einsatz bringen, das seht ihr dann natürlich in der nächsten Folge. Na, immer aus. Wo ist denn? Ah, guck mal hier, die beiden sind auch emsig unterwegs. Und dafür ist tatsächlich Crossplay enorm. Ne? Ist genau richtig. Braucht man für sowas. Hoferweiterung, da sollst du hin. Und dann fahr mal los, mein Freund. So, wieso fährst du nicht? Aha. Ja. So wird das auch nichts, das ist richtig. Ah, hier müssen wir auf jeden Fall auch noch dann Kurse haben für die Industriegebiete. Ne? Das müssen wir auf jeden Fall nochmal machen. Aber das mache ich dann mal offscreen. Werde ich ein bisschen was nachfahren. Aber du gehörst natürlich mit Plan hier. Nimm uns mal noch zum Shop mit, mein Freund. Ja, dieses Auto hier. Genau, das habe ich gerade noch gedacht. Weiß ich auch nicht, was sich da hier jemand bei gedacht hat, dieses Auto da so in den Weg zu stellen. Also, für Autodrive ist natürlich enorm, ne? So, aber... Das heißt auch... Dass wir uns das mal angucken müssen hier. Ja, so komme ich da jetzt nicht dran, ne? Naja, komm, ist da was? Hoppala, das wollte ich eigentlich gar nicht. Aber er fährt wieder, ne? Ja, müssen wir auf jeden Fall nochmal nachgucken. Aber gut, dass wir jetzt hier in der Nähe des Shops sind, dann können wir eben shoppen gehen. Coole Nummer übrigens. Ist jetzt zwar kein... Ach, da vorne schon wieder. Okay, Autodrive-Kurse sind eingefahren für die Karte. Aber da gibt es noch so ein paar Sachen, die man anpacken kann. Also hier zum Beispiel muss es eine... Cool, das habe ich bei Cosplay auch gehabt. Als ich hier den Kurs für Cosplay angefangen habe, hatten wir das gleiche. Wollen wir mal gucken. Aber gut, komm, so what. Es gibt diesen Plattformer Edition vom Remraf.
Aber der hat mir das Ding als MH Edition gebaut. Klar, die Shop-Bilder müssen noch überarbeitet werden, aber ihr seht es schon. Hirschfeld Logistics drauf. Tipptopp mit neuem Hirschfeld Logistics Design auch. Übrigens planen, richtig cool mit Material. Nummer, ne? Seht ihr hier auch. Hat er mir noch überarbeitet und jetzt passt das hier tatsächlich auch mit den Schlaufen. Also ich habe das vorher nur so ein bisschen schmutzig hingekriegt, aber er hat's schick gemacht. Und natürlich der Hirsch oben drauf, klar. So, Motorausführung auf Hirschfeld gibt es immer nur die große. Ob die jetzt realistisch ist, V8, 775 PS, keine Ahnung. Könnt ihr mir vielleicht sagen. Und ich finde ja, auch wenn die immer ein bisschen schwierig zu fahren sind, ich finde die ja richtig gut, ne? Die Drehschemel. Ich kaufe den mal. Ich hoffe, der steht hier auch gleich. Ja, da steht er. Warum der im Shop noch ein kleines Problemchen hat, weiß ich gar nicht. Und hier gibt es übrigens diese Liftachse. Auch eine coole Nummer. Ich zeige euch mal, was an dem Ding richtig cool ist. Können wir aber erstmal eben anhängen. Und zwar, wie gesagt, der hat Simple IC. Aber der hat Simple IC nicht nur für den LKW. Achso, hier hätte vielleicht die Tür auch aufmachen können, ne? Ach, ich frag ihn ja durch die Gegend. Mann, ich wollte eigentlich das Knöpfchen. Ach. Okay, Moment. Ach, die ist aus. Moment, habe ich diesen. Jetzt wird es natürlich ein bisschen schwierig, euch das zu zeigen. Ich habe hier irgendwie diesen alten starken Bauern noch aktiv. Das wusste ich gar nicht. Aber was ich verspreche, will ich auch versuchen einzuhalten. Objekt werfen. Objekt aktivieren. Nee, was ist denn? Maustaste links. Werkzeug aktivieren. Wisst ihr was? Wir versuchen das mal zu löschen. Das hat er immer noch drin. Das heißt, das sollten wir auch schon wieder so machen. Links. Textfenster. Mal gucken, was die Maus links noch hier mit drin hat. Links. Klappe öffnen. Blablabla. Ja, das ist eher so Objekt nehmen, ne? C aktivieren. Links, ja. Ich weiß nicht, ob wir das vielleicht umlegen können. Dann hätte ich wenigstens die Option, euch das zu zeigen. Was haben wir hier? Die Mausaktion. Interagieren, Vehikel interagieren zu Fuß. Aber vielleicht. Nein, ich speichere das mal nicht hier. Ja, ich hätte es euch jetzt gerne gezeigt, aber dann müssen wir das vielleicht doch nochmal machen in der nächsten Folge. Ich werde dann das rausnehmen, aber ich kann euch schon sagen, das ist wirklich ein kleines Highlight. Das Problem ist wirklich hier, ja, dass ich die einfach nur in die Hand nehme. Also ich muss den starken Bauern auch, das macht keinen Sinn. Warum habe ich den hier drauf? Mache ich raus. Aber, liebe Leute, dann in der nächsten Folge. Versprochen. Da fangen wir auch direkt mit an. Ich starte hier das Spiel einmal neu und dann gibt es die nächste Folge dazu und dann werden wir hier natürlich auch entsprechend einladen. Ja, der ist schon echt schick gemacht hier drin, ne? Schöner Truck ist das. Danke Remra, auch für die Hirschfeld Edition, ne? Ich glaube, das darf ich übrigens sagen. Ist noch ein Stefan. Mowgli, Baloo, Rimraff, alles Stefans. So, da sind wir auch schon. Und ich höre auch gerade, die Musik ist relativ laut, ne? Da müssen wir mal gucken. Ich werde es in der Aufnahme prüfen und schauen, ob das passt. Und ansonsten machen wir hier in der nächsten Folge weiter. Versprochen, dann zeige ich euch das ganze Gedöns hier. Bis dahin, alles Gute. Ach so. Oh. Think about it. Das ist er. Tut nicht weh, kostet nichts. Hilf mir. So, jetzt aber wirklich. Alles Gute. Bye bye und ade.